dabei bist. Du hörst überhaupt nicht zu, wenn es ums Putzen geht? Interessiert dich nicht? Macht ja deine Frau für dich, ne? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein etwas anderer Hintergrund und ich trage eine Brille. Sorry, falls es blendet, aber ich weiß nicht, wie ich das einstellen soll. Und sorry auch schon mal, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Mein Mann ist oben im Büro, was ziemlich ungewohnt für mich ist. Deswegen lache ich mir die ganze Zeit auch einen ab wahrscheinlich. Heute wird es meine Putzroutine für euch geben. Und zwar hatte ich euch gefragt auf Snapchat. Da hatte ich euch Staubsaugerbeutel gezeigt, ob ihr nicht eine Putzroutine sehen möchtet. Und oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so viele Snaps zurückbekommen. Also es interessiert euch scheinbar sehr. Ich mache das Ganze so heute, dass ich das unterteilen werde. Also in diesem Video zeige ich euch einen Teil meiner Dinge, die ich brauche, um zu putzen. Genau. Und meine kleinen Helfer sozusagen. Und im anderen Video zeige ich euch die Sachen, die ich aufgebraucht habe. Also die Putzmittel, die ich eigentlich immer verwende, ja. Und die habe ich auch alle mal aufgehoben. Und deswegen mache ich zwei Teile draus, weil ich bin eine Quasselstrippe und ich liebe es zu putzen. Ich rede da gern drüber, ja. Und deswegen habe ich Angst, dass das Video zu lange wird. Wir kommen noch ganz kurz zu einer Frage, die mir immer und immer wieder gestellt wird. Und zwar ist es die, ob ich denn eine Putzfrau hätte. Und dazu kann ich sagen, dass ich keine Putzfrau habe, Ehemann, ne? nein, ich putze wahnsinnig gerne und das mache ich alles alleine. Es ist nur so, dass wir hier eine große Glasfassade haben und dann noch ein paar Fenster, die nur von außen zu erreichen sind, sozusagen, weil sie nicht zu öffnen sind oder nicht zu öffnen gehen. Was für ein Deutsch heute wieder. Also man kann sie nicht öffnen, so. Und deswegen müssen dann Leute kommen, die von außen die Fenster putzen. Und dadurch, dass es sehr hoch ist, komme ich da alleine nicht hin. Genau, und das gönne ich mir halt zweimal im Jahr. Ansonsten putze ich alle anderen Fenster alleine. So, also so viel zu diesem Thema. Und wir starten eigentlich jetzt mal direkt durch ins Video. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich ewig lang. Mit was starte ich denn am besten? Es ist so, dass wir ja hier oben Parkettboden haben, oben im Büro auch. Und die Kinderzimmer haben unten auch Parkettboden. Nussbaumparkett haben wir. Und viele von euch fragen mich immer und immer wieder auch, wie er denn so schön glänzen kann, was ich denn da mache. Also es ist so, dass ich da mit relativ wenig Wasser dran gehe. Also das mache ich nicht ganz so oft, weil ich da eben Angst habe, dass er kaputt geht. Ich gehe allerdings jeden Tag mit so einem, wie so einem Staubwedel für den Boden drüber. Zeige ich euch gleich im Anschluss und ich sauge natürlich den Boden sehr, sehr viel mit dem Staubsauger. Also wir haben ja noch die Bella mit im Haus und also die hart jetzt zwar nicht so arg, aber es muss natürlich haarfrei sein auf dem Boden, klar, weil wir haben ja auch keine Hausschuhe und das wäre ein bisschen eklig. So, also so viel zu meinem Parkettboden, da kommen wir aber später nochmal ganz kurz dazu. Wir starten mal mit den Flächen eben oben drauf, also auf dem Sideboard und auf den Möbeln und so weiter. Da sammelt sich natürlich auch Staub und deshalb verwende ich ganz oft meinen Staubwedel, der sieht so aus, schon ein bisschen mitgenommen, ja, so ist es halt. Hier oben im Büro haben wir noch ein ganz großes Fenster mit einem Fensterbrett, da komme ich leider nicht hin und deswegen habe ich mir jetzt einen bestellt mit so einer Teleskopstange, der müsste jetzt dann auch bald mal kommen. Genau, das ist einfach ein total praktischer Helfer, auch so für Ecken, wo du jetzt nicht so ganz gut hinkommst, kannst du einfach dein Staubwedel verwenden. Ja, womit machen wir denn weiter? Genau, machen wir doch direkt weiter mit dem Staubsaugen, weil ich es ja gerade schon angesprochen habe. Und ihr wisst ja, dass ich immer ehrlich mit euch bin und zwar durfte ich Staubsaugerbeutel testen. Genau, die habe ich euch eben, wie gesagt, schon auf Snapchat gezeigt und zwar sind es diese hier von Wesselwerk und ich habe den Lavendelduft gewählt, weil ich mag Lavendel total gerne. Da kommen wir gleich im Anschluss nochmal dazu zu dem Duft. Und zwar ist es so, dass hier in dieser Verpackung 4 Stück enthalten waren. Hier habe ich jetzt noch 3, weil einen habe ich ja schon getestet. Und zwar ist es so, dass ihr hier einen Adapter mit dabei habt. Und zwar ist es ein Universaladapter. Also, dass der dann quasi für 3000 Staubsauger sozusagen funktioniert. Ihr müsst euch das dann raussuchen. Und es ist so, dass ihr den einmalig nur kaufen müsst. So, ich blende euch jetzt am besten mal die Filmsequenz ein, als ich das Ganze ausgepackt habe, ein First Impression sozusagen. Und dann sehen wir uns gleich hier nochmal an dieser Stelle.
So, hier ist also mein Testpaket. Das kam so an. Ich habe das jetzt mal ausgepackt und zwar waren 4 Staubsaugerbeutel eben in diesem Karton enthalten mit Lavendelduft. Und dann war noch dieses Teilchen hier dabei. Das werde ich mir jetzt gleich nochmal näher anschauen, für was das gut sein soll. Und dann habe ich hier eben noch den Adapter. Da habe ich einfach mal auf der Internetseite geschaut. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da gebt ihr einfach euren Staubsauger an, also das Modell, die Marke. Und dann könnt ihr eben euren Staubsaugerbeutel bzw. Adapter dann raussuchen. Hier bei mir steht jetzt eben Bosch und Siemens zum Beispiel. Hier hinten habt ihr dann die verschiedenen Staubsaugermarken, zum Beispiel Bosch, Privileg, Severin und Siemens. Und dann könnt ihr einfach schauen, was eben für euch passend ist. Genau, und das testen wir jetzt einfach mal aus. Hier ist der Staubsauger. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob das einfach ist. Ich packe jetzt eben mal das aus, mache den Adapter drauf und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, also schaut mal, da ist so eine kleine Gebrauchsanleitung mit dabei, aber die braucht ihr eigentlich gar nicht, weil das ist total selbsterklärend. Ihr müsst es nur hier unten so reinklemmen und dann habt ihr hier oben nochmal so ein Teil. So, und dann ist es zu. Und jetzt machen wir das mal in den Staubsauger rein. So, und zwar müsst ihr das dann einfach nur hier so reinstecken. Eben dafür ist der Adapter da und jetzt machen wir das Ganze mal zu. Alessandro hilft mir. So, dankeschön. So, und jetzt saugen wir mal und schauen, ob das auch wirklich gut duftet. So, mittlerweile habe ich auch verstanden, für was diese Teilchen hier sind. Ich habe mir es aber schon fast gedacht gehabt. Und zwar macht ihr euch das raus, einen habe ich jetzt schon verwendet. Und zwar könnt ihr euch das dann, wenn der Staubsaugerbeutel eben voll ist, hier drauf machen, sodass dann kein Staub rauskommt bzw. Geruch. Und dann könnt ihr euch den Staubsaugerbeutel eben in die Mülltonne stopfen. 5 Liter Fassungsvermögen haben die. Diese Unibags, die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Es gibt auch ein Anti-Smell für Tierhaare, was ich auch sehr interessant finde. Und ich habe einen Test gemacht, extra für euch. Ich fand das super eklig. Und zwar habe ich meinen Kopf so ein bisschen über den Staubsauger und mal gerochen, ob der Lavendelduft sehr stark ist. Also es ist nur ein sanfter Duft, was natürlich auch sehr angenehm ist. Und ja, dann wollte ich noch sagen, dass ich auf der Seite auch noch so Adapter gefunden habe. Also sprich, wenn man Sofas hat, die ziemlich weit zum Boden gehen, da ist es ja immer relativ schwierig, unten drunter zu kommen. Und da gibt es ganz, ganz flache Aufsätze. Und dann gibt es auch noch viele Aufsätze fürs Auto. Das fand ich auch sehr interessant, da werde ich auch nochmal vorbeischauen. Aber was mich super doll interessiert, ist dieser Adapter oder also vorne dieses Teil, das man braucht zum Saugen, extra für Parkettboden. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ja, 10,99 Euro kosten 4 Staubsaugerbeutel und es ist so, dass ich eine kleine Überraschung noch für euch habe. Da ich es testen darf, habe ich ganz lieb gefragt, ob ich nicht für euch einen Rabatt rausbekomme. Und zwar ist es so, dass ihr 25% sparen könnt auf euren Warenwert, wenn ihr eben online shoppen geht. Alles dazu schreibe ich euch nochmal unten in die Infobox und wir machen jetzt direkt weiter. Ich merke schon, ich bin eine absolute Labertasche. Wir machen mal weiter, genau, am besten mit der Küche. Und zwar, ja, meine Küche ist ja immer total belagert. Ich liebe es zu kochen. Ich koche jeden Tag. Ihr wisst, wer mir auf Snapchat folgt, weiß das auch. Und zwar ist es da ganz, ganz wichtig, dass ich da so ein Abflusssieb habe. Das wollte ich euch mal zeigen. Vielleicht ist es für manche selbstverständlich, für manche aber auch nicht. Und es ist nämlich so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unseren Abfluss eben schützen, indem wir so ein Teilchen reinpacken und dann vielleicht auch manchmal, ja, Reste ins Waschbecken kommen. Ja, leider ist es so. Gerade bei mir, ich spüle die Teller nämlich nochmal separat ab, bevor ich sie in die Spülmaschine packe. Und da kann es schon mal sein, dass da irgendwelche Reste sind. So. Ja, und deswegen habe ich immer diese Abflusssiebe. Als nächstes, was ich immer bei mir an der Spüle habe, beziehungsweise in der Spüle, ich habe da nochmal so ein extra Fach, dass man das nicht so sieht. Ja, da habe ich immer diese Teilchen hier. Da mache ich die Spüle immer schön sauber. Und apropos Spüle und Edelstahl, da kann ich euch auch noch geschwind was zeigen. Das wird nämlich, glaube ich, ewig dauern, bis es leer wird. Ich habe euch ja gesagt, dass ich die leeren Produkte aufgehoben habe, also die Verpackungen. Und das dauert ewig. Deswegen zeige ich euch das nochmal sehr, sehr gerne. Und zwar ist es von AEG.
eben einen Edelstahlreiniger. Der hat es auch schon in mein Favoritenvideo gepackt. Ich liebe den über alles. Den habe ich über Amazon bestellt. Und ja, unser Kühlschrank, der sieht immer aus wie neu. Ich habe ja sehr viele Edelstahlgeräte, das wisst ihr ja. Ich habe auch 2 große Abzugshauben. Und da gehe ich einfach mit diesem Produkt hier dran. Kann ich euch auch gleich schon mein nächstes Teilchen zeigen. Und zwar ist es so, das habe ich auch auf Snapchat gepostet, dass ich immer alte T-Shirts oder ja, irgendwelche Sachen von den Kindern dann zerschneide, wenn die nicht mehr schön sind und mir dann solche Stofffetzen hier bleiben und mit denen putze ich dann eben zum Beispiel den Kühlschrank. Genau, einfach ein paar Tropfen von dem Teilchen hier drauf, schön alles sauber machen und dann nochmal schön glänzend polieren mit so einem Teilchen. Genau, als kleinen Tipp für euch. Und dann werfe ich die Teile natürlich weg, weil ja, jetzt nochmal in die Waschmaschine bringt ja jetzt auch nicht mehr so viel. Und dann wollte ich euch noch sagen, zur Spülmaschine, es ist super wichtig, dass ihr diese Dichtungen auch regelmäßig putzt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was sich da teilweise ansammelt. Das ist echt eklig, das Thema, aber das ist auch wichtig, wenn ihr lange was von eurer Spülmaschine haben wollt. Denn meine allererste Spülmaschine ist so kaputt gegangen, weil ich da vielleicht nicht so ganz ordentlich war, immer die Teller abzuspülen und dann die Fette sich ja, abgesetzt haben und das Ganze dann nicht mehr so toll funktioniert hat. So, jetzt kommen wir zu einem absoluten Schätzchen. Und zwar verwende ich das auch tagtäglich. Und zwar dieses tolle Tuch hier. Das habt ihr auch schon in meiner Morgenroutine gesehen und in meiner Abendroutine. Denn ich hasse Wasserflecken. Genau, so sieht's aus. Und zwar ist das von der Firma, ich glaube, ich kann es gar nicht aussprechen, Gemaco. Vielleicht sagt euch das was, das hat mir meine Freundin verkauft und zwar war die da eben eine Vertriebspartnerin sozusagen und da hat sie mir ein paar Sachen verkauft, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war sogar, als wir eingezogen sind und da habe ich mir dieses Teilchen gekauft, das ist echt teuer gewesen, ich glaube 25 Euro oder so, lasst mich bitte nicht lügen, aber ich liebe es, ich mache damit meine Spiegel sauber und eben meine Waschbecken, ganz, ganz tolles Teilchen habe ich dann auch meiner Mama gekauft, also das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mir jetzt aber mal alternativ beim DM ja, dieses Mikrofasertuch noch mitgenommen und dieses hier fürs Bad. Also mal schauen, ich werde euch berichten, ob das an dieses Tüchlein hier rankommt, weil so viel Geld auszugeben ist natürlich echt der Hammer. In einem Baumarkt hatte ich mir dann noch dieses Tuch hier mitgenommen. Das hat, glaube ich, nur 3 Euro gekostet. Da hat mich mein Bruder zu überredet, weil er gemeint hat, es wäre so super toll. Naja, also es ist schon anders, ne? Aber wenn das mal in der Wäsche ist, dann nehme ich dann halt einfach alternativ dieses hier. Meine Freundin hatte mir dann auch noch so einen Handschuh mit dazu verkauft. Das ist eben für die Fenster oder Glasscheiben eben. Ihr könnt euch das alles erstmal sauber machen und dann mit dem Tuch dran gehen. Aber das war eigentlich eher verschwendetes Geld. Damit mache ich das eigentlich eher selten. Ja, was haben wir denn noch hier liegen? Oh mein Gott, ich rede so viel, ne? Ich zeige euch jetzt noch eine Kleinigkeit und dann beenden wir dieses Video und dann machen wir mit dem nächsten weiter. Und zwar habe ich jetzt hier auch noch einen kleinen Tipp für euch. Das hat mir mein Gärtner erzählt oder ja, mein Gärtner. Also es ist jetzt nicht mein Gärtner, sondern der Gärtner, zu dem ich immer gehe, wenn ich was brauche an Blumen. Und zwar hat er mir erzählt, dass die sowas hier immer verwenden, um die Vasen sauber zu bekommen, also ja, um sie von dem Kalk zu befreien. Und zwar sind das einfach nur so Gebissreiniger, hört sich echt eklig an. Ich habe jetzt hier die günstige Variante, ich glaube, ich habe die beim Lidl oder beim Aldi mitgenommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich mir dann einen auf und pack die in die Toilette rein, genau, und dann ist der Kalk weg. Also das mache ich natürlich nicht jeden Tag, ich sag mal so vielleicht einmal die Woche und es ist echt ein ganz, ganz toller Helfer. Also vielleicht ist es auch ein kleiner Tipp für euch. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass vielleicht auch noch eine andere kleine Inspiration dabei war für euch. Wie gesagt, ich teile das Video sehr, sehr gerne. Ich mache euch noch einen Rest dazu. Ich habe euch jetzt auch gar nicht so viel von meinem Parkettboden erzählt, wollte ich ja eigentlich machen. Da kann ich euch noch ganz geschwind die Teile zeigen bzw. einblenden, die ich immer so verwende. Dieses eine türkisfarbene, das habe ich mal bei Tchibo gekauft. Das ist eben ein bisschen dicker. Das passt ganz gut. Damit sammle ich eben erstmal den ganzen Staub auf oder die Haare von der Bella. Und dann, falls ich meinen Parkettboden nass wische, dann gehe ich eben mit so einem Wischer von
von Lifehide dran. Genau. Also das ist eigentlich das ganze Spiel mit meinem Parkettboden und dann glänzt der wunderbar, das Putzmittel dazu. Das zeige ich euch dann eben bei meinem anderen Video. So, meine Lieben, das war tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von den Dingen, die ich verwende, um zu putzen. Ich wollte euch eigentlich auch noch von unseren Treppen erzählen. Also hier geht es einmal hoch ins Büro und einmal geht es natürlich runter. Irgendwie müssen wir ja auch hochkommen, ne, hierher. Und ja, aber ich bin so eine Quasselstrippe und ich rede so gern übers Putzen. Ja, wird sich jetzt die ein oder andere ein bisschen drüber wundern. Aber ja, mit vielen Kindern ist das einfach notwendig. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Zusammen mit meinem Ehemann, was total ungewohnt für mich war. Ich würde sagen, ich zeige euch in anderen Videos weitere Produkte, beziehungsweise es kommt ja dann noch das Video zu meinen Putzmitteln vom Parkettboden. Werde ich euch dann eben auch nochmal genauer alles erklären. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.